Der Billy hat mir erzählt, dass er beim Saubermachen geholfen hat. Das ist schon ewig, Herr Billy. Viel los wieder hier. Und es scheint irgendwie sauberer zu sein. Oh, na gut. Benutze die Screaming Semi, um eine Gruppe Gegner zu ihrer Position zu locken. Die ersten paar gehen aufs Haus. Nachschub erhältst du ab sofort beim Waffenhändler. Screaming Semi werfen, zum Zielen gedrückt halten und zum Werfen loslassen. Hä? Wurfobjekt wechseln? Ja, okay, das wissen wir ja schon. Den können wir Maustaste. Wo ist sie? Oh, wir brauchen auf jeden Fall Munition für unser... Ach cool, da sehe ich mich jetzt auch. Habe ich jetzt gerade erst gesehen. Präzision 60. Präzision 49. Feuerrate 80. Feuerrate 50. Kapazität 25. 60. Also die Waffe gefällt mir ganz gut. Ach so. Ich will gar keine. So. Cool. Wir sind auf jeden Fall wieder... Wir haben den Laden hier bereinigt, wie man sieht. Es läuft alles wunderbar. Und jetzt heißt warten auf Donovan. Das heißt, wir müssen hier hingehen. Delroy Hollow, okay. Wir haben wieder 4000. Boah, Alter, wir haben Kohle gemacht. Ja, da. Das stimmt. Wenn alles geregelt ist, sage ich, habe ich auch überhaupt kein Problem mit Prostitution. Finde ich dann auch okay, soweit wenn Leute ihre Bedürfnisse irgendwo befriedigen können. Warte mal, ich wollte doch den Waffenhändler haben. Es wird langsam eng. Kannst du mir Nachschub ins Delray Hollow schicken? Komme schon, nur einen Augenblick. Da kommt er schon angepest. Nee, dann finde ich es auch okay, wenn das alles organisiert ist, aber wenn so alles mit Verbrechen zu tun hat und Leute gegen ihren Willen dazu gezwungen werden, dann weiß ich nicht, dann hat es überhaupt keinen Mehrwert für mich und dann finde ich das einfach nur abartig. Deswegen bin ich so froh, dass wir das jetzt hier befreien konnten. So, was hast du zu bieten? Wir brauchen nämlich wieder ein neues. Waffenverbesserung, was heißt das denn hier? Schrotflinte, Pistolen. Überzeuge dich selbst. Warte mal, auswählen? Ah, okay. Achso, da kann ich auch sehen. Cool. Was für Verbesserungen, für Auswirkungen es hat. Aber ich glaube, unsere ist schon noch ganz okay, wie wir haben. Pass auf, wir gehen raus und machen, nehmen einfach nur mal Munition. So. Na, wie viel haben wir? Hm, komisch. Was ist denn das andere? Das ist ein Gewehr, ne? Oder? Alter. Warte mal, lass mal kurz gucken. Kann ich gucken? Nee, scheiße. Munition voll. Wofür haben wir denn jetzt noch? Hallo? Waffenverbesserung, Sprengstoff. Auf jeden Fall brauchen wir nochmal drei von denen hier. Eins, zwei, drei. Kann ich noch mehr? Nee, mehr geht nicht. Drei ist Maximum, schade. Sonst hätte ich mich eingedeckt. Verbesserung für Lincoln, Adrenalinvorrat. Ach ja, das war's, genau. Genau, da kann ich ja noch erhöhen. Da brauche ich aber 100.000, es dauert ein bisschen, bis wir das hinkriegen. So, Waffenverbesserung, Schrotflinte, Pistole. Hä? Ich würde gerne für meinen... Hallo? Ich hoffe, du bist zufrieden damit. Ach so, okay. Der hat mir beides wieder aufgefüllt. Ja, alles cool. Da freue ich mich aber. Ach, guck mal hier. Der steht gerade schon hier. Ein Leicester Bishop. Cooles Auto. So einer stand bei uns auch hier zum Verkauf letztens. Habe ich, glaube ich, schon mal in einer Folge erzählt. Der steht immer noch da. Ich weiß gar nicht, was er haben will. Da steht kein Preis dran. Hat halt ein H-Kennzeichen. Und sieht sehr ähnlich aus wie der hier. Ist halt auch ein Cabrio. Ne? Das Verdeck kannst du hoch machen. Cool. Dass wir das jetzt hier auch fahren können. So, wir fahren jetzt einfach mal weiter. Ne? Und warten auf Donovan und gucken, was er zu berichten hat. Auf jeden Fall bin ich froh, dass wir das jetzt hier mit dem Prostitutionsring zerschlagen konnten. Dass wir Cassandra dafür eingesetzt haben. Hab irgendwie ein gutes Gefühl dabei, die Lady zu befreien. Oh, jetzt habe ich einmal kurz weggeguckt und schon ist... Hallo, fahren wir nicht in mein Auto. Also, in das Auto, was ich gerade fahre. Ja, der fährt sich auch wieder anders. Alter, das ist echt cool gemacht mit den Autos. Also alle Autos haben ihre eigenen, also ihre persönlichen individuellen Fahreigenschaften. Oh. Was passiert denn da? Warte mal. Einmal aussteigen, bitte. Kriegst jetzt eine Zeit. Also, verpiss dich. Können wir das nicht einfach ignorieren? Warum habe ich ausgestiegen? Verdammt! Warum bin ich ausgestiegen? Warum habe ich sie einfach sein gelassen?
Ach, da wären noch mehr gekommen. Alter. Okay, ich glaube, wir lassen diese Spielereien da richten oder halten unser Augenmerk wirklich auf diese Storyline. Das war kacke. Oh, jetzt habe ich viel Geld verloren. Aber ich bin bei Donovan. Hä? Achso, hier soll ich aber gar nicht hin, glaube ich. Nee, hier sollte ich nicht hin. Er wird nicht hier sein, oder? Hä? Hey, Vorsicht mit meinen... Der Grund, warum in diesem verkorksten Winkel des Landes alles schiefläuft, ist Sir. Ein schmieriger Drecksack, der glaubt, er kann sich einen Namen kaufen. Ja, das wissen wir ja schon. Scheiße, da habe ich jetzt Kohle verloren. Mann, warum steige ich da überhaupt aus? Ich habe einen roten Punkt gesehen. Ich habe gedacht, ich helfe mal, weißt du? Das ist auch nicht gut. Ach, guck mal, die Karre ist wieder hier. Ja, nicht schlecht. Und Knallgas. Ich finde es so schade, dass ich das Radio, die Radiosender nicht laufen lassen kann. Ah, das ärgert mich immer noch. Das hat so ein bisschen GTA-Feeling. Wobei, das sollte man ja nicht vergleichen. Hier geht's, ist ja wirklich storymäßig. Und sehr, sehr strikt an die Story gehalten. Was auch cool ist, das würde sonst einfach nicht passen, wenn das einfach so eine offene Geschichte wäre. Aber das passt halt nicht zu, ganz ehrlich, das würde nicht zu Mafia passen. Von daher finde ich das okay, soweit wie es ist. Vor allem, wir waren gerade bei Donovan. Warum sollen wir jetzt denn in Sammys Bar gehen? Wir sollen müssen doch zu Sammys, oder? Ich weiß es nicht. Obwohl, nee, das dürfte nicht Sammys Bar sein. Das ist eine andere Brücke gewesen. Sammys Bar war ja hier oben. Na komm. Der Ampelsimulator. Da wären wir wieder. Der rote Ampelsimulator. So. Jetzt spiele ich nicht mehr mit, jetzt ist es grün. So. Verdammt. So. Ja, schwer verletzt. Alles gut. Verdammt. Okay, die Lampe hat's zerdeppert. Ich brauche ein neues Auto. Wie geht's? So, dann setzen wir uns mal hin und warten auf Donovan, den wir eh gerade gesehen haben. Hey, das da kommt ist ja er an. Eine Überraschung. Wollte mal frische Luft schnappen. Ja. Das Heroin, das von der Dixie-Mafia stammt, wird von da drüben ausgeliefert, von einem Charlie Kincaid. Aha, und alle anderen Dealer der Gegend drücken an ihn ab. Charlie hält sich so weit wie möglich raus aus allem. Du wirst ihm Druck machen müssen. Ich kenne ein paar von seinen Jungs. Wenn du die zum Reden bringst, erfährst du, wie du an ihn rankommst. Soweit ich weiß, interessiert sich Charlie nur für die Moneten. Er ist nicht so ein Fanatiker wie die anderen Dixie-Mafia-Arschlöcher. Wenn ich ihm also ein bisschen Honig ums Maul schmiere, arbeitet er vielleicht für mich und nicht mehr für Doucet. Wenn ich an ihn rankomme. Gut möglich, dass ich was hab, das dir dabei hilft. Komm, ich zeig dir was. Newbold läuft über normales Telefonnetz. Das sollte ein Kinderspiel sein, da ein Abhörsystem zu installieren. Wenn du dieses Kästchen an einem öffentlichen Telefon anbringst, kann ich mir einen Überblick verschaffen, was für Geschäfte in der Gegend so laufen. Mhm. Hast du noch mehr davon? Leider nein. Dinger sind ja allerstrengstens verboten. Aber wenn du mir ein paar aufbleibst, kann ich dir die ganze Stadt abhören. Okay. Scheiße, Verfluchte! Wenn diese Arschgeigen unbedingt unter Kommunistenschwein leben wollen, warum ziehen sie da nicht einfach nach Moskau? Wenn du mehr so Plakate siehst, bring sie mir. Scheiß drauf, nimm das nicht so ernst. Das sind totale Wichser, beschissene Verräter. Wir sehen uns, wenn wir uns Charlie schnappen. Nicht zu fassen, diese Dreckschweine in meinem eigenen Land. Glaubst du, Scheiße nochmal? Und zack, ist wieder dunkel. Naja. Achso, Geschäft abhören. Wundert mich gerade, warum ich mich nicht bewegen kann. Um Geschäfte zu verwanzen, bricht Verteilerschränke auf, die du überall in der Stadt findest. Geschäfte zu verwanzen hilft Donovan, Sonderziele zu finden, Positionen von Sammelobjekten auf der Karte zu markieren und dir unbekannte Gegner in der Informationsansicht zu zeigen. Außerdem kannst du dadurch Geschäftsposte anwerben. Ja, so sieht's aus. Der Kalte Krieg ist im Anmarsch. So, dann knacken wir dir das Böhrchen mal. Das ist. Hä? Was machst du? Warum guckst du mir zu? Durch Abhören erhältst du Positionen der Gegner auf der Minikarte. Sonderziele und Sammelobjekte. Es ermöglicht dir zudem, Geschäftsbosse anzuwerben und dadurch mehr zu verdienen. Das klingt doch gut. Oh, Geschäft abhören. Sobald ein Stadtteil verwandt ist, kannst du dort alle Gegner in der Informationsansicht sehen.
auch hinter Ecken oder Mauern. Um die derzeit verwandten Geschäfte zu betrachten, erst Tab drücken, um die Karte zu öffnen und dann Abhörzone ein- ausklicken. Um Abhörgeräte in Verteiler Kästen einzubauen, brauchst du TL49 Sicherungen. Sammle solche Sicherungen, die in ganz Newport-Deo herumliegen. Was willst du? Vorsicht, Platz da! Hau ab! Lass mich auf, was du machst. So, abhören. Delray Hollow Story Auftrag. Wie war das jetzt? Abhörzone ein, aus. Okay, die Zone haben wir jetzt eingeschaltet. Das heißt, wir können alles hören, was hier da vor sich geht. Ach, hier sind Medizinschränke. Hätte ich mir gar nicht kaufen brauchen. Ja gut, das war die einfache Variante. Ne? Okay, zurück. Gut, dann wollen wir mal reingehen. Ich habe jetzt eher gedacht, dass wir in die Kirche müssen, aber gut. Befrage Charlies Dealer. Dann gehen wir doch mal hin zu Charlies Dealer. Charlie Harpers Dealer vielleicht? Bonjour. Bonjour, Monsieur. So, einmal über die Straße drüber. Und da sind wir schon. Ich hoffe, das läuft alles glatt. Sind wir überhaupt richtig? Ja, sind wir. Komm ich hier rein? Nee. Informanten. Verhöre Informanten, um Informationen über Geschäfte und ihre Bosse zu erhalten. Um die Infos aus ihm rauszukitzeln, isoliere einen Informanten von seiner Crew oder jage ihn zu seinem Auto und fahre wie ein Verrückter. Nachdem du einen Informanten verhört hast, kannst du ihn entweder töten, um etwas Geld zu verdienen, oder ihn anwerben, was den Wert des Geschäfts erhöht, sobald du es übernommen hast. Huch. Reinhard, mach ihn fertig! Was willst du jetzt tun, hä? Mach schon. Ich hab heute noch keinen Arsch aufgerissen. Ich weiß es. Er geht nirgendwo mehr. Noch mehr Männer verlieren. Informant ist verloren. Ich werde da läuft er. Arsch grillen. Jetzt hast da du läuft die er. Scheiße gegriffen. Und keine falsche Bewegung. Hast du den Verstand verloren? Was treibt Vierfinger da in der Kirche? Wenn du einen Informanten in einem Auto erwischst, musst du wie ein Verrückter fahren, um ihn zum Reden zu bringen. Rase herum, fahre auf der falschen Straßenseite, drifte um die Kurven und vollführe Sprünge, um den Informanten ans Einzujagen. Okay. So einen Scheiß brauche ich nicht. Nimm ihn dir. Was willst du? Verdammt. Wo ist er hin? Wo ist er? Wo ist er hin? Scheiße, jetzt haben wir echt ein Problem, glaube ich. Oh. Verdammt. Ist er entkommen? Bleiben wir hier stehen. Wo könnte er hin sein? Verdammt. Einmal bücken. Ah, ist ein Bulle. Lassen wir mal lieber sein. Ich möchte kein Aufsehen erregen. Hey, wieso habe ich keine Munition mehr? Wir gehen mal hier rüber. Dann sind wir aus der Zone raus. Dann sollte es ja eigentlich schon reichen. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Okay. Ich glaube, das Problem haben wir gelöst, aber die Frage ist natürlich jetzt, wie kommen wir an unseren Informanten ran?
Ist die Mission jetzt damit gescheitert? Das wäre natürlich schade, wenn dem so wäre. Hier ist die Kirche. Okay, wir können uns ganz normal wieder bewegen, glaube ich. Was? Was willst du? Gehen wir mal. Verdeckte Annäherung. Oh. Durch eine verdeckte Annäherung kannst du dich ungesehen an Gegnern vorbeischleichen, bevor du dich an einen Kampf stürzt. Benutze die Informationsansicht V, um Gegner und interessante Stellen auszuspähen. Okay. Tschüss. Und das in der Kirche. Das ist wieder so krass typisch Mafia. War hier nur einer? Oh. Jetzt 19.000 genommen? Nee. Öffne die Karte, um ein Ziel auszuwählen. Hier ist keiner mehr. Doch, da ist noch ein Wachposten. Okay. Huh. Thriftmark. Was haben wir denn hier? Vages Gemälde. Heroinvollstrecker erledigen, um den Schwierigkeitsgrad dieses Verstecks zu senken. Machen wir das erstmal. Was mit ihmchen hier? Tschüss! Können wir nicht ins Gebüsch? Wie scheiße, wenn ich jetzt hier draußen bin. Scheiße. Scheiße, dass ich die Zeugin töten musste. Okay. Wo ist er? Brenn, Digga Boy, brenn! Keine Sorge. Bin ich nicht getroffen. So. Da. Er ist noch hier. Jetzt kriege ich keine Waffe, keine Munition mehr. Das ist scheiße. Pass auf. Kannst du eine Lieferung nach Delray Hollow schicken? Komme schon, nur einen Augenblick. Komm her. Ja, machen wir es doch von hinten, kein Thema. Alter, das ist ein bisschen crazy. Habe ich jetzt alle Munition wieder aufgeladen, bin ich jetzt sicher? Du weißt, wie du mich finden kannst. Oui, oui. So, der ist weg. Ich glaube, wir haben sie alle. Es wird zumindest keiner mehr rot auf der Karte angezeigt. Okay. Oh. Nee, die gefällt mir irgendwie nicht so. Ich bleib bei der. Ich glaub. Ja, ich glaube, wir sind safe. Ist natürlich scheiße mit dem Zeugen, der sonst abhanden gekommen ist. Da ist noch einer.
kletter mal hier rüber. Und geh mal in die Hocke. Damit er uns nicht direkt erkennt. Ich glaube, wir haben es doch noch nicht aufgeräumt hier. Einer ist noch da. Okay. Huch. Komme ich hier nicht durch den Strauch durch, ne? Scheiße. Mann, ich habe doch eine Allergie. Oh, wird schon wieder hell. Hä, ist er da hinten? Muss er irgendwie ins Lagerhaus reinkommen? Ich glaube, hier ist alles safe. Ja. Da liegt noch Geld drin. Verdammt merkwürdig. Dieses Stück Scheiße steht genau vor mir. Du bist hier irgendwo, ich weiß es. Hä? Hinter mir. Wo ist er? Ach, weißt du. Wir nehmen die große Muni. Knarre. Hä? Wo ist, von draußen schießt er? Das solltest du auch. Nichts gefunden. Ich suche weiter. Hä? Nichts gefunden. Platt ist er. Ach, röchelt noch. Hallo? Oh, er ist schon tot. Okay, bitte. Nee. Ich bleib bei meiner. Geld ist gut. Oh, Medizinschrank ist natürlich auch gut. Können wir uns wieder auffüllen. Wir werden hier fertig. Da liegt noch Kohle. Ah, von ihm hier. Von ihmchen. Er hat auch nichts bei sich. Ich hoffe, ich muss die Karte öffnen, um ein Ziel auszuwählen. Aber es ist gerade ein bisschen spannend hier. Auf jeden Fall ist es auch lustig, hier zu sehen, was es alles gibt. Hä? Ich höre noch was krächzeln hier. Da ist auf jeden Fall noch ein Medizinschrank. Hä? Hab ich hier nur einen angeschossen? S'il vous plaît, bitte nicht schießen! Ich hab doch nichts getan! Hallo? Hallo. Ich höre die ganze Zeit schluchzen hier. Ich will wissen, was das ist. Naja. Oh. Oh. Der Zielschrank ist nicht möglich zu nehmen. Ich glaube, weil wir einfach voll sind. Aber das Geld nehmen wir natürlich dankend an. Pass auf, jetzt packen wir erstmal die Wagen hier weg. Ich möchte den haben. Oh. Danke dir, mein Freund. Ich war den nur kurz auf Seite. Obwohl der sich auch gut fährt. So. Einmal aussteigen. So. Oh, da ist auch noch Geld. Warte, habe ich übersehen. Nein, nicht in den Wagen. Oh. Scheiße, du sollst gar nicht in den Wagen einsteigen, weil du zu nah warst. Bist du trotzdem eingestiegen? Wir wollen den hier. Oh, oh, nicht schlecht.
Oh nein. Hätte den nicht einfach aufbrechen können. Ja, der fährt sich gut. Wunderbar. Der gefällt mir. Cool. Mit dem fahren wir auf jeden Fall weiter. Aber ich parke hier einmal kurz, weil ich muss mal schauen, wo wir jetzt hinfahren müssen. Was ist das denn hier? Heroin. Ah ja, okay. Dahin müssen wir. Befrage den Dealer. Scheiße, dass unser Zeuge abgehauen ist. Aber ich glaube, es macht nicht viel aus. Jetzt fahren wir nochmal schnell dahin. Cooles Auto. Uiuiui. Hätte ich auch... Wow. Spaß dran an so einem Auto. Fährt sich auch wieder anders. Alter Falter, ey. Vielleicht hätte ich den Bulli nehmen sollen. Also hier diesen Pickup-Truck vorhin. Damit kam ich besser zurecht. Besser. Ich bin schon ganz nervös hier bei dem Spiel. Oh, das macht aber tierisch Spaß hier. Ganz ehrlich, das ist ein super Spiel. Macht richtig Laune. Und ich habe mich verfahren. So, aber kein Thema. Denn mit diesem wunderschönen Auto können wir ganz einfach drehen. Was willst du? Und wir sind eben der Polizei entkommen. Das fand ich auch sehr gut. So, einmal hier hin. Kann das sein, dass ich auf der falschen Seite fahre? So. Kann das sein, dass ich immer noch falsch fahre? Wow. Alles gut. Schnell weg hier. Ja, ist ja gut. Wir haben schon ein paar Feinde mittlerweile. Ist nicht mal so easy. Jetzt hier oben links. Oh, das ist auch so ein schönes Auto. Was willst du? Weißt du was? So. Einmal parken. So, jetzt können wir die Leute noch befragen. Oh Gott. Schnell. Nein, Kuh. So, mein Freund, komm her. Wir schaffen's. Sehr gut. Finger da in der Kirche. Drüben an der Kirche gibt es jede Art von Drogen. Wenn ihr sie zerstört, verliert der Boss eine ganze Menge Moos. Anwerben, 1000 Dollar zum Geschäft, Leertaste töten, 500 sofort. Ach. Du weißt zu viel. Ich habe mich noch gar nicht entschieden. Warum hast du den nicht umgebracht? Ich hatte noch gar nicht gedrückt. Oh, Munition. Nee. Ich bleibe bei meiner Knarre, mit der komme ich ganz gut zurecht. Mist. Waffe weg. Habe ich jetzt mein Auto geparkt? Verdammt. Ich hab da vorne. Ach Mann, ich wollte ihn da gar nicht töten. Das war ein Versehen. Mein Auto ist weg. Hä? Habe ich ihn geparkt? Ist ja wie normalerweise, wenn ich irgendwo war und ich komme dann wieder raus, dann suche ich auch oft das mein Auto. Vor allem, weil das meistens so 2-3 Stunden her ist. Hatte ich ihn hier geparkt? Ach Mann. Ach, weißt du was? Scheiß drauf. Ah, ich wollte mal gucken, was passiert, wenn er mich anfährt, aber scheinbar ist alles gut. So, laufen wir mal ein bisschen rüber. Wieso ist das hier rot? Donovan hat überall in Bordeaux seine Augen und Ohren. Okay, alles gut. Warum ist es denn rot und nicht grün? Ich weiß auch nicht. Puh.
Was haben wir denn hier? Munition? Nee, Dingens. Sicherungen. Oh, Sicherung. Die müssen wir auch haben. Die holen wir uns mal gerade. Da oben. Soll die auch drauf achten? Sehr schön. So. Zurück. On the road again. Kann ich nicht einfach durch den Fluss schwimmen? Krieg ich das hin? Ich schau mal. Oh. Da brauche ich nicht mal über die Brücke laufen. Einfach nur mal zum Testen. Schnell schwimmen kann er auch. Okay, das ist super. Ich weiß, ich könnte auch ein bisschen effizienter arbeiten hier. Aber irgendwie schaffe ich das nicht. Jetzt bin ich natürlich hier, wo eine blöde Mauer ist. Krieg ich da die hin? Nein, krieg ich da nicht hin. Scheiße. Muss ich an meinem Bogen laufen. War vielleicht doch nicht so gut. So, jetzt hier hoch. Feindliches Gebiet. Was müssen wir machen? Schade, vier Finger, Charlies Heroingeschäft. Vernichte das Heroin in der Kirche, um den Drogenhandel zu schaden. Okay. Wie sieht's mit Muni aus? Ja, sieht gut aus. Lass mal da erstmal weg. Wir hören immer, dass es ein feindliches Gebiet ist und durch diese Melodie, die hier kommt. Hä? Wie waren wir da eben? Ich bin das Schlimmste, was dir heute begegnet. Ah! Oh, verflucht, tut das weh! Ja, das soll's auch. Sehr gut. Vor mir kannst du dich nicht. Oh, Scheiße, ich bin getroffen. Was? Oh, Deckung. Jetzt kann ich. Oh nein. Nicht unsere Männer verlieren. Wo ist er hin? Hinter mir ist auch noch einer. Ich mal hier rumgehen. Hier ist zu, okay. Verdammt. Everybody wants to go to heaven. Everybody wants to go to heaven. You tell them I'm on my way. But nobody. Tell them. I'm on my way. Nobody wants I keep my mind on my money. I keep my hand on my gunny. Don't get to playing with Sonny unless you play boy bunny. I put bow in your tummy, tattoo in your brain. Superman ain't playing. If you think it's a game, haters whisper my name. Suckers want what I slang. Arrogant and I'm vain. DA want me to hang, but let me explain. Like Abel and Cain, that the black grim reaper is not my brother's keeper. Revenge, revenge. A killer's on the binge of revenge. It depends if I can live with my sins. Lose faith.